Ja, servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider, wo wir gerade ein paar FPS-Probleme haben, wie mir scheint, also in OBS auf jeden Fall. Ich meine, es ist nichts Tragisches, glaube ich zumindest, es ruckelt ein bisschen sehr in OBS, aber ich laufe mal weiter. Okay, in OBS ruckelt enorm. Muss das so sein? Das sieht, Alter, das ist ja richtig Dioschuh. Wobei aber die Frames nur um 1 FPS runtergehen. Das ist ja merkwürdig. Liegt das hier am Dorf? Und wenn ja, ist das schon die ganze Zeit so? Oder was ist das? Also bei mir selber im Spiel ist gar nichts. Und ansonsten sieht das eigentlich auch. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Verdammt nochmal. Da hinten. Wie? Zum Stadtrand gehen? Aha. Wie soll ich da hinkommen? Bert, sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Ich weiß, nicht hier lang, oder? Für den Weg lang? Irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann hier gerne mal runtergehen. So, jetzt haben wir wieder konstante Bitrate. Lag das am Dorf? Und warum hat es denn so enorm geruckelt in OBS? Das verstehe ich nicht. Muss ich mir auf alle Fälle angucken. Na klar, jetzt auf einmal ist hier ein Tunnel oder was? Willst du mich verkackeiern? Was ist das? Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Jetzt, also ich weiß nicht, irgendwie merkwürdig. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Verschwinde von hier. Hm, komisch. Also mit den Frames auf jeden Fall. Die Arbeitsstätte in der Krypta betreten, alles klar. Sehr merkwürdig. Lag es jetzt am Dorf oder lag es allgemein an irgendwas? Was gerade bei mir auf dem Rechner lief? Das klingt gar nicht gut. Nein, lag es an OBS? An was lag es? Was ist in ihn gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da, bla bla bla. Scheiß Schneeflocke. Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Okay. Jetzt müssen wir gucken. Wenn wir Glück haben, kommt der eine hierher. Jetzt wird der von jetzt sehen die sich alle gegenseitig. Halt still, Junge. Waren aber noch nicht alle. Ich weiß nur noch nicht, wo die anderen sind. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Könnte es diesen Fall irgendwie nach oben? Damit ich nicht gesehen werde.
Was? Ach so. Ich sehe aber auch im Moment keinen. Vielleicht von hier oben. Mist. Jetzt seid ihr zu weit gegangen. Zurück. Lasst ihn gehen, sonst kracht's. Achtung. Schluss mit den Spielchen. Wir erleiden Verluste. Ich kann nicht weit sein. Mist. Wir sind zwei. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Aha. Stellt alles auf den Kopf. Geh voraus. Okay, ganz ruhig. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Mhm. Die gehört uns. Die sehen sich gegenseitig aktuell. Dort vielleicht. Vielleicht da. Oh. So, sehen die mich jetzt noch oder bin ich jetzt wieder in Deckung? Mist. Da waren mehr. Da waren drei. Oh nee. Okay, ich bin erstmal safe. Soll ich meine Waffe ablegen? Würde dir das gefallen? Ja, sehr sogar. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht gleich instant. Echt jetzt? Du machst dich lächerlich! Nee, eigentlich nur safe. Ich bin zu gut für dich, was? Das wird sein. Komm raus! Bringen wir's zu Ende! Komm du doch rein. Wie wär's damit? War doof. Der eine. Oh nein, kein Problem. Lass dir nur Zeit. Wurde mir leider nicht angezeigt. Der ist jetzt. Der sieht. Die sehen sich jetzt gegenseitig. Ich bin zu gut. Nee, nee. Kommt der nächste? Komm her. Put, 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 put. Ich muss raus. Das war's. Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Nee, nee, noch musst du gar nicht. Das war's, ja? Gut, das war's jetzt aber wirklich. Weil hier ist ja noch ein bisschen was, ne? Ja, ganz toller Sprung, Lara. Moment, da war Heilung. Ich weiß aber nicht, wie viele wir davon verbrauchen. Jetzt haben wir voll. Katzenkralle. Baumkronen wird zum Heilen verwendet, ja. Danke. Was ist denn der, den ich hier vorne platt gemacht habe?
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles gut. So, da. Hier liegt noch einer rum. Hier ist sonst nichts. Kann ich mit denen reden? Kann ich. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Danke. Sei gesegnet. Gerne doch. Hier ist die Tür. Gleich. Halt. Ne, Gnarf. Hallo? Ich komme nicht durch. Hier war sonst nichts. Außer Gebüsch. So, ich vermute mal, ich komme dann von da oben wieder runter. Wenn ich mich jetzt hier reinwurste. Ja, Framerate hat sich wieder gefangen. Keine Ahnung, was da los war. Da ist das Artefakt. Anscheinend komme ich doch nicht von oben hier runter. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Das ist jetzt ein Artefakt, weil Story abgeschlossen, Reichtum und Ruhm. Ist ja nicht mal echt. Ach, von da wäre ich dann da reingekommen. Okay. Dann möchte ich da aber gehen auch hoch. Vielleicht gibt es da oben auch noch irgendwas. Hätte ich mich auch reinschleichen können. Guck mal. Zack. Und zack. So, dann wieder zurück zum Dorf. Jetzt haben wir das Ding nämlich auch. Auf einmal ploppte dann unten ein Durchgang auf. Das ist ja schön. Gut, dass wir in der Ecke schon waren und da vorher festgestellt haben, dass da keiner war. Dann hat sich das ja jetzt mit dem großen Marco erledigt, würde ich sagen. Der kann jetzt mal elegant einpacken. Was? Wofür ist eigentlich diese Verlangsamung hier da? Außer, dass sie nervt. Soll das? Soll das das Spiel entschleunigen oder irgendwie 3 Sekunden das Spiel in Länge ziehen? Ist ja mal enorm unnötig, oder nicht? Oder sie nur ich dazu? Ach, ich kann hier gar nicht. Hast du ihn gesehen, Pablo? Ja, er lief rüber zu Abby. Gut, ich hoffe, er ist okay. So, ich muss da unten hin. Vorsicht. Da hinten irgendwo. Zu Bar oder was? Anscheinend. Hier Marco ist weg. Marco. Polo. Polo Marco. Marcolo Polo. Gucken, was wir dafür kriegen. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke.
Neue Ausrüstung, Flussfalke, durchschlagskräftige Pistole, die enormen Schaden verursacht. Errungenschaft. Alles klar. Und Fähigkeitenpoint. Und das war's jetzt. Mission abgeschlossen, Banditen sorgen. Ja. Das war's jetzt. Guck mal, die beiden hängen immer noch rum. Ich bin auf dem Weg, ich bin gleich da. Ja, ja, das sehe ich, du Lumpen. Schön. Das waren dann die Banditensorgen von gestern und dem Morgen. Wollen wir gleich mal gucken, was die neue Waffe so kann. Und ich weiß gar nicht, wie viel Fähigkeitspunkte hatten wir jetzt. Ich rede jetzt so vor mir hin, damit ich den folgenden Titel aufschreiben kann. So. Ein. Damit können wir noch nicht viel anfangen. Aber im Inventar haben wir eine neue Pistole. Die nicht. Hier, Flussfalke. Ist aber auch nur ein Visier drauf. Kein Schalldämpfer. Das ist leider sehr schade. Und wir haben 5 Upgrades für die hier verfügbar. Machen wir hier. Präzision ist auch ganz wichtig. Nachladetempo auf jeden. Und den auch noch. Und dafür reicht es dann wieder nicht. Damit ist die dann schon mal recht weit gestaffelt, ne? So, ausrüsten. Ja, hier geht leider die Macht jetzt schon von Natur aus gut viel Schaden. Aber guck mal hier, unsere ausgerüstete macht jetzt mehr Schaden als die aus der Craft-Edition. Nee, gar nicht wahr. Nee, gar nicht wahr. Und die macht noch ein bisschen mehr Schaden. Als, okay. Aber die ist, glaube ich, ist sie... Ah, die ist schon komplett aufgelevelt, schadenstechnisch. Aber wieso haben wir denn hier noch eine Stufe 4, wenn wir die gar nicht so nutzen können? Aber wird vielleicht erstmal freigeschalten. 5 von 10 Upgrades. 1, 2, 3, 4, 5 noch. Ja, alles klar. Schade, 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 schade. Wir haben doch schon die nächste Upgrade-Stufe freigeschaltet, oder nicht? Hier. Schaltet die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Das wäre Stufe 4. Wir haben noch keine Waffe, die wir auf Stufe 4 upgraden können. Was ist das hier? Erhöht Chance beim Plündern. Okay. Gibt es auch noch bessere Feinde? Stellen Sie Lockpfeile her. Feinde werden angelockt und lösen eine natürliche Giftwolke aus. Sichtfeld wird vernebelt. Ah, das ist gut. Giftgranaten. Okay. So, pass auf. Wir waren ja hierbei. Entschuldigung. 3 Upgrades. Hier ist. Wieso kann ich hier nicht weitermachen? Was fehlt uns denn hier? Ach, ihr wichtiges Fell. Die hier könnten wir machen. Auf Schaden. Aber ob es was bringt, weiß ich nicht. Bogen des Fuchsbanks. Verstärkte Arme. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Bis jetzt ja nicht so. So, die machen mich hier mehr. Entschuldigung. Ah. Schaden und dann noch mehr Schaden. Boah. Ist aber kein Schalldämpfer drauf. Finde ich doof. Also, die können wir dann machen, wenn wir da einen Schalldämpfer für haben. Im Moment bin ich eher so der Sneaky-Typ, ne? Der halt mit der Pistole und dem Bogen so ein bisschen auf sneaky Vorgehensweise ist. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Tempel noch? Oder nee, warte, ich gehe mal zum Tempel und dann können wir da ja in der nächsten Folge reinspazieren. Mit, wie hieß denn der jetzt? Bruno? Pablo? Pimbo? Bimbo? Bambo? Bimbo Bombo? Keine Ahnung, hab seinen Namen vergessen, der war anscheinend sehr unwichtig. Gehen wir mal. Also, der ist einfach weg jetzt. Komischer Typ. So, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge hier rein und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Shadow of the Tomb Raider. Und bis zur nächsten Folge, während mein Oberteil wackelt. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.